Schatz, hör zu, ich will von dir ein Baby. Schatz, hör zu, ich will von dir ein Baby. Was gucken wir uns denn an, während ich esse? Ey, das wird das nächste YouTube-Video sein, wo ich am Anfang einfach esse und jeder in den Kommentaren wieder rumheult. Cisco, nur am Essen. Immer am Essen. Der Fettsack. Keine Ahnung, was gucken wir uns an? Es ist gerade irgendwo heftig YouTube-Beef oder so. Gibt's da irgendwas? Irgendwas Interessantes hier? Ach hier, Y-Kollektiv. Luxus, Partys und sexueller Missbrauch. Arbeiten auf Superjachten. Ist das eigentlich nur bei mir so? Ich kann mein Essen nicht anrühren, bevor ich was gefunden habe, was ich gucken kann. Das kann 20 Minuten hier stehen und eiskalt werden. Ich fange nicht an zu essen, bevor ich nicht Unterhaltung habe. Geht nicht. Diese Geschichte sollte einmal eine Geschichte... Warte, um was geht's? Luxus, Partys und sexueller Missbrauch. Arbeiten auf Superjachten. Ah ja, jede Superjacht ist ein riesiger fahrender Container des Missbrauchs. Ah. Über Luxus werden. Especially in this world, like, there is no limits. Über exklusive Gesellschaft und Träume auf dem weiten Meer. Oh my gosh, I'd love to see Rihanna. I'd imagine working for Rihanna on a boat. Fangirl. Be amazing. Aber die Geschichte wurde eine über Angst. Davor, alles zu verlieren. Die Leute haben wahnsinnige Angst zu reden. Und ich habe großen Respekt vor dir, was du da auf dich nimmst. Auch ich habe Angst, denn sie haben die Macht, deine Karriere zu zerstören. Als ich beginne, über Yachten zu recherchieren, denke ich schnell, was geht denn hier ab? We think, oh, we're just doing this little industry, but really, this is the elite 1% that actually fucking rules the world. Noch nie bei einer Recherche waren mir so viele Türen verschlossen wie bei dieser. Ich dachte gerade, es geht eine halbe Stunde oder mehr. 20 Minuten ist auch heftig, aber naja. Leute sagen mir Sachen wie, Jeffrey Epstein ist dagegen nur ein Tropfen im Ozean. Wer ist Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein. Wer ist denn das? Edward Epstein war ein US-amerikanischer Investmentbanker und verurteilter Sexualstraftäter. 2019 wurde er angeklagt, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen unterhalten zu haben. Ah ja, während der Vorbereitung auf den Prozess verstarb er in Haft, angeblich durch Suizid. Ah ja, okay, verstehe. Ich bin in Cannes, auf der Yachtmesse. Seit über einem Jahr recherchiere ich in der Yachtindustrie. Am Anfang wollten wir noch ganz naiv mal auf einer Yacht mitfahren. Ich selbst war noch nie auf einer drauf. Especially in this world, like, there is no limits. Yes. You know, like, so you, like, the clients, like, they want to have fun on their, like, toys, you know, this is kind of their toys and their German. So, like, you know, there is everything. Wenn du überlegst, ob du dir eine Yacht leisten kannst, boah, dann kannst du dir keine leisten. Den Spruch lese ich in einer Zeitung. Ist schon true. Ich habe mehrmals schon darüber nachgedacht. Auch... Was, wie wäre das? Also nicht mit einer Yacht zu kaufen, könnte ich auch nicht, aber wie wäre das, wenn du eine Yacht hättest, ne? Du fährst den ganzen Tag rum, liegst oben auf diesem Holzplateau, du liegst da so, ne? Machst so diesen hier, warte, ich kann das sogar demonstrieren. Machst du den hier? Oh, den ganzen Tag chillst du da so oben und ab und zu machst du so den. James, bringst du mir noch ein Bordeaux, bitte? James, den ganzen Scheißtag. Oh, wäre das sexy. So ein richtig protziges Ding. Im Schnitt viel mehr, doch der Glam wird immer gruseliger, je mehr ich mit Leuten aus der Branche rede. Eine Frau sagt mir früh, forsch doch mal in Richtung sexuelle Übergriffe. Die seien ein Riesenproblem auf Yachten. Meine Recherche spricht sich rum und ich bekomme Nachrichten wie diese hier. Du hast dich da auf was Krasses eingelassen. Es ist eine Riesenherausforderung, in diese Branche einzutauchen. Und sie flößen uns total viel Angst ein mit diesen Verschwiegenheitserklärungen. Ich denke nicht, dass sich dir gegenüber viele Leute öffnen werden. Aus meiner Erfahrung... Wenn du da weiter dran bleibst, dann nenne auf keinen Fall Bootsnamen, denn sie werden dich bis zum Geht nicht mehr verklagen. Der Hotspot für Yachten in Europa ist die Côte d'Azur in Südfrankreich zwischen Monaco und Saint-Tropez. Warte mal, war das gerade ein Pool auf einem Boot? Einfach ein Jacuzzi auf einem Boot. Hier will ich erleben, auf welche Welt wir uns einlassen. Und ich will. Warum hat er nicht einfach Prinz Markus gefragt? Prinz Markus hätte ihn doch safe zu einer seiner Kokain-Nuttenpartys eingeladen, locker. Leute kennenlernen, die auf Yachten arbeiten. Warum machen sie das? Ihre Jobs suchen sie auf den Facebook-Gruppen und lassen ihre Nummer da. It's Fabian Stark hier, I'm a journalist from Germany. Wir fahren nach Antibes, eine Kleinstadt bei Cannes. Sie schreibt. I'm sorry, I had day work today, so unfortunately I cannot talk. Antibes ist die Hauptstadt der Yachtis. So nennen sich die Leute, die auf Yachten arbeiten. Hier liegen auch ein paar der größten und teuersten Yachten der Welt vor Anker. Dieses Schiff
soll einem russischen Oligarchen gehören. Der Kai der Milliardär. Ich bin so geil, ich könnte gerade einen Ball ficken. Was isst du da? Ich esse Agatha. Ich kann nicht reden. Mein Kopf schaltet nicht mehr. Ich bin übermüdet. Ich esse Tortellini von Agatha. Ich glaube, ich gehe echt schlafen. Ich glaube, ich gehe legit schlafen. Ne? Das ist schrecklich. Das ist nicht gut. Die nicht hier leben oder arbeiten. Also für uns. Über einen Kontakt treffen wir Maddie. Sie ist 19, kommt aus Frankreich und hat vor einem halben Jahr angefangen, auf Yachten zu arbeiten. I only wanted to do this for summer. I was thinking that maybe I would be going to travel a bit afterwards, but it's quite addicting working on really? Yachts. Yes, it is. Yeah. When you meet people in this industry, they talk about all like where they've been, where they've traveled mm-hmm. to, and they're different because they've been places and they're adventurous and they're different to people I used to talk to back at home. Maddie ist fasziniert vom Leben an Bord. Am liebsten würde sie nach Amerika fahren oder in die Karibik. Golddigger. Die arbeitet nur auf einem Boot, weil die Reichen geil findet. Weil sie das Geld mag. Interessant. Aber das ist ja jetzt nichts Kontroverses, oder? Ist so, ist mir auch aufgefallen. Die spricht so fließendes Englisch. Hätte der nicht gesagt, dass das eine Franzose ist, hätte er das nicht gesagt, hätte ich gedacht, die ist UK. Die hat so einen also richtig hochenglischen Akzent. Und mit der Crew habe sie bisher nur gute Erfahrungen gemacht. I've never actually had a job where I've ever had anybody who's been bad to me. Sometimes celebrities rent a yacht for a week. Like Beyonce was in Cannes, I think. And Rihanna, oh my gosh, I'd love to see Rihanna. I'd imagine working for Rihanna. Das ist genau das, was ich meine. That would be amazing. Das ist genau das, was ich meine. Oh, wie schön wäre es, für Rihanna zu arbeiten. Oh ja, oh, ich gehe wieder auf ein Segelboot ab. Ist die nicht, das war Insiderin, ne? Der hat die über Instagram oder so aufgegabelt. Für Rihanna würde ich auch gern arbeiten. Warte, Rihanna ist verlobt, oder? Oder sogar verheiratet. Also ihr geht's halt basically wirklich um Fame. Ihr geht's halt um Geld und um Fame. Aber ist ja noch nichts Verwerfliches bisher. Also das ist ja keine krasse Story. That would be amazing. Aus der Schule raus, statt BAföG, echtes Geld und dafür noch an der Riviera segeln, wenn es gut läuft, mit Rihanna. Hätte ich das mal gewusst, als ich aus der Schule raus bin. Mit den richtigen Leuten an Bord kann alles gut gehen. Das sagen mir selbst die, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich treffe eine Frau, die mir eine andere Seite der Branche zeigt. It is a bit of a, it can be a bit of a fantasy world. You know, for young people who start out in this at such a young age when they don't have many life responsibilities, and this can seem just like you know that they're living the same life as the guests. Wir sollen sie nicht zeigen, da sie ein anonymes Gesicht bleiben will für die Yachtis, die zu ihr kommen. Umgekehrt haben die selbst bei ihr Angst, sich zu öffnen. Dabei ist sie doch ihre Vertrauensperson. Und sie scheint in Südfrankreich die Einzige zu sein, die sich gezielt um Yachtis kümmert. Das hält sie sehr vertraulich. Sie redet nicht über einzelne Fälle und auch nicht darüber, wie viele das sind. In Bremen suche ich nach Betroffenen. Auf Instagram, in Facebook-Gruppen, am Telefon. Doch kaum jemand will mit mir sprechen. Ich erstelle einen Fragebogen und poste ihn in Facebook-Gruppen. Hallo, ich bin Fabian Stark, mache diese Recherche. Du kannst mir auch eine anonyme Nachricht schicken. Den Fragebogen verschicke ich weltweit. Vielleicht ist da irgendwo ein Faden, der auch ein Ende hat. Endlich treffe ich Margarita. Sie hat mir anfangs den Hinweis gegeben, in Richtung Missbrauch zu recherchieren. Ich weiß nicht, wieso sie so aussieht, aber die erinnert mich ein bisschen an die Ex-Frau von Dieter Bohlen, oder? Wie hießen die Ex-Frau von Dieter Bohlen? Dieter Bohlen, Nadel. Nadel, warte mal, Google Bilder. Also ein bisschen Ähnlichkeit ist da vorhanden. Ja, wobei, die sieht schon ein bisschen aus wie ein Skelett. So ein bisschen? Also... Ja, okay, die ist halt deutlich jünger. Ja, ist okay, fühlt ihr nicht, ist okay, verstanden. Obwohl sie wütend ist. Bis vor zwei Jahren, sag ich mal, verging eigentlich kein Tag, wo du nicht was mitgekriegt hast. Was mitgekriegt hast, heißt dann? Mitgekriegt, dass der eine Chief Officer betrunken die Second Housekeeperin angebaggert hat und weil sie nicht wollte, also keinen Sex mit ihm haben wollte, wurde sie dann ständig gepiesackt und drangsaliert und... Trotz allem liebt sie die Branche. Sie will sie nicht den windigen Leuten überlassen, sagt sie. Darum spricht sie mit mir.
Also ich habe auch, das ist jetzt auch schon eine kleine Weile her, vielleicht ein halbes Jahr, mal eine Poll gemacht auf Instagram und da hatte ich auch knapp über 200 Leute, die mir von Schikanen und sexuellen Übergriffen berichtet haben. Wovon ich ja ganz ehrlich sagen muss, alle Fälle, so wie die mir die erzählt haben, glaube ich. Straftaten sind auch dann strafbar, wenn eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben wurde. Ich denke mir aber, das sagt sich leicht. An Land, statt zwischen karibischen Inseln und ohne reiche und mächtige Leute um einen herum. Das Gespräch mit Margarita wirkt auf mich, als würden sich in der Branche alle misstrauen. Und als könne es unter ihnen doch kaum noch Leute geben, die noch keine Übergriffe mitbekommen haben. Carlos, irgendwie hast du recht. Das ist jetzt aber schon das zweite Mal, ne? Als er sich mit der Frau vorhin getroffen hat in diesem Café, hat die ja auch schon gesagt, die hat irgendwie Infos, wo die das Gesicht verpixelt haben. Die hat irgendwie Infos, aber sie dürfte es nicht sagen oder will es nicht sagen. Vielleicht kommt da ja noch was. Wir sind erst bei der Hälfte. Vielleicht kommen da ja noch Sachen. Aber bisher ist es halt immer nur so Geschichten und Stories, weißt du? So Geschichten aus dem Paulanergarten quasi. Ich tue mich da immer sehr schwer, egal was es ist, ich tue mich immer sehr schwer damit, irgendwas zu glauben, wenn ich da keine handfesten Belege für habe oder so, weißt du? Belästigung in der Yachtindustrie. 870 Leute haben teilgenommen. Also hast du je sexuelle Belästigung an Bord gesehen, körperlich oder verbal? Fast 70% sagen ja. Ja gut, aber da steht halt sexuelle Belästigung, physisch oder verbal. Prozent sagen ja. In der Studie wird erzählt, wie Yachtis belästigt werden, zu sexuellen Handlungen gedrängt bis hin zur Vergewaltigung. Nachzugeben scheint oft der einzige Weg, den Job nicht zu verlieren und keine Probleme zu bekommen. Die Studie ist von der Professional Yachting Association, einem Verband der Yachtbranche. Seit einem Jahr gibt es eine Hotline, bei der sich Yachtis melden können, wenn sie Probleme haben, die Yacht Crew Helpline. Sie wird unter anderem von der Professional Yachting Association finanziert. Wenn mir jemand mehr erzählen kann über das Ausmaß von sexuellem Missbrauch, dann doch wohl die. Ich spreche mit Georgia. The most common issue that yacht crew contact us about is the same most common issue that we get contacted about on Seafarer Help, which is to seek employment advice. I understand that the purpose of your documentary is to find out about sexual discrimination, etc. But being that we are sexual harassment, being that Royal Confidential Service, it's hard for me to talk a lot about that. Es sei eben so, wie sonst. Aber die auch. Es ist doch ein bekannter Service, den die anbieten. Die bieten doch diese Helpline quasi an für die Opfer von denen. Die kann doch wenigstens über irgendwelche Statistiken reden. Die kann doch wenigstens sagen, ja, im letzten Jahr hatten wir 100 oder 200 Anrufe. Aber es ist halt schon, jetzt schon der dritte Punkt, an dem die sagen, ja, wir hätten da was, ne, wir sind dafür zuständig, wir machen da was, aber kann ich leider nicht drüber reden, ne? Sorry. As in all professions. There are good employers and there are bad employers. Für mich passt das nicht zu dem, was Margarita mir nix. Sagt oder was in der Studie steht. Einfach nix. Ich schaue also weiter nach Betroffenen. Ich erfahre einzelne Geschichten, aber kaum Details. Dafür kommen Ergebnisse aus meinem Fragebogen. 26 Einträge, die meisten von Frauen, 2 von Männern. Sie berichten von sexistischen Sprüchen, Grabschereien und Vergewaltigungen. Eines Abends, nachdem ich schon mehrmals Nein gesagt habe, wurde ich gegen meinen Willen festgehalten und von einem Crewmitglied vergewaltigt. Von der Tat war das Bettlaken voller Blut. Ich habe mit dem Crewmitglied gesprochen, aber entschieden weiterzumachen. Ich wollte meinen Job nicht verlieren. Ja. Ich habe sogar mehrere Monate an Bord noch weitergearbeitet. In dieser Zeit hat mein Kollege sogar einige Male Witze über diesen Vorfall gemacht. Nein, wenn du so mies vergewaltigt wirst, arbeitest du noch nicht trotzdem da freiwillig weiter? Du arbeitest doch nicht freiwillig da weiter, wenn du so mies weiter... Na, also ich sag nicht, dass da nichts passiert ist, da könnte ja schon was passiert sein, aber ob das dann wirklich so krank war, dass es gerechtfertigt hätte, dass die da nicht mehr arbeitet, warum geht die nicht zur Polizei? Ja, hat ja Angst, ihren Job zu verlieren. Aber das ist mir doch kein Job der Welt wert. Wir kennen nicht ihre Lage, ja, das stimmt, true. Deswegen versuche ich mich ja trotzdem noch ein bisschen irgendwie zurückzuhalten, ne? Weil, wie gesagt, wenn du halt in der Situation steckst, dann tickst du selber nicht mehr ganz richtig, bestimmt. Niemand aus dem Fragebogen hat rechtliche Hilfe in Anspruch genommen. Mehr noch, und das schockt mich am meisten. Es fehlen Leute, denen sich die Yachtis anvertrauen können. An Bord wäre das eigentlich der Kapitän. Ich höre zwar auch von guten Captains, die übergriffige Crewmitglieder gefeuert haben. Daneben aber von vielen anderen, die ihre Crew nach Attraktivität auswählen, Frauen als überdramatisch darstellen oder selbst TäterInnen sind.
Doch es gibt nicht die eine Tätergruppe. Neben Captains sind es EigentümerInnen, Leute auf Charter und einfache Kolleginnen. Ich telefoniere und chatte weiter, um Namen zu bekommen. Die Geschichten, die ich höre, geben mir den Eindruck, aber bisher sind es nur Geschichten. Viele sehen die Hohe See als rechtsfreien Raum. Ich höre auch von Bewerbungsgesprächen im Badeanzug. Dazu bekomme ich Screenshots. Der Interviewer sagt, er wolle checken, ob sich die Bewerberinnen auch auf Poolpartys in ihrem Körper wohlfühlen. Ich konnte selbst nicht herausfinden, wer dahinter steckte. Ich bin über das Profilbild gegangen von diesen Leuten, habe versucht, eine ähnliche Nummer zu finden. Ich hatte nicht die ganze Nummer, sondern nur einen Teil der Nummer. Hat sich alles um nichts verlaufen. So geht es mir oft. Die Geschichten sind krass. Aber ich erfahre kaum Namen von Leuten oder Booten. Sobald ich nachhake, machen Leute zu. Wenn ich doch mal einen Namen höre, dann finde ich keine Leute, die von ähnlichen Geschehnissen mit diesem Menschen oder an Bord dieser Yachten erzählen wollen. Zu klein ist der Kreis an Leuten, die von einem Vorfall berichten könnten. Und so leicht verfolgbar, wer da geplaudert hat. Vor mir liegt ein Wust einzelner Fäden. Es ist ziemlich frustrierend. Am offensten redet Marianne. Wie Margarita hat sie selbst lange auf Yachten gearbeitet. Marianne hat einen Podcast, mit dem sie Missstände in der Yachtindustrie beleuchtet, wie es manchmal ist in der Recherche. Auf Marianne bin ich früh gestoßen, aber erreicht haben wir uns erst spät. Und sie hat lange gebraucht, um offen darüber zu reden, was sie erlebt hat. Like I personally did a lot of personal self-development and a lot of healing in order to actually be here with you today. Marianne erzählt eine persönliche Geschichte darüber, was in der Branche als normal gilt. You know, we were in these islands and they helicopter the girls in. And when they came into the boat, I saw one of them and I was like, that's a girl not even 18. Like, you could tell. So that, you know, like little clues that you're like, wait a second. Like, why don't you have a passport? They're radioing you. Hey, can you tell three girls to come? Make sure they're completely naked. Aber schon wieder, es sind halt immer nur Stories. Ne? Das ist eine Doku, die aufgebaut ist nur von Stories. Das sind nur Geschichten. Sie meint, Leute, die Schulden haben bei den Leuten auf der Yacht, bringen die jungen Frauen an Bord. Quasi als Bezahlung. You just don't say anything and people just say, oh, this is yachting, you know, like that little phrase, this is yachting, holy shit, does it hold so much? And at the same time, it holds nothing because it's complete fucking bullshit. So after watching the Epstein case, the impact that it had on me was that this woman, it took them years and years in order to actually be, you know, be where they are today. And this, they're doing something that we haven't yet done in yachting, which is come together and drive forward no matter what it takes and not bring somebody down, but stop somebody from continuing to be the perpetrator that they are. Digga, jetzt mal ernsthaft, ne? Das ist nur Erzählung. Ich spule mal vor, ich kann mir das nicht anhören. Wir haben ein System, das isoliert, starke Abhängigkeiten fördert und wo unklar ist, wem kann ich vertrauen. Ich schreibe den großen Yachtmanagementfirmen. Ich will wissen, was sie sagen. Die werden euch auch bestimmt eine positive Antwort auf diese Vorwürfe geben. Seit der Studie über sexuelle Belästigung getan Digga. Haben. Welche Konsequenzen sie aus den Missbrauchsfällen ziehen und wie sie Betroffene unterstützen. Keines der Unternehmen antwortet. Und ich frage am Telefon nach. Ich habe das Gefühl, das Thema wird mich weiter beschäftigen. Wie? Ich verstehe jeden Menschen, der nicht über das Erlebte reden will. Für Aufklärung aber braucht es Betroffene, die sich nach und nach an die Öffentlichkeit wenden. Und da steht diese Recherche erst am Anfang. Ja, schön. Was ist das für eine Doku? Wenn er jetzt halt am Ende sagt, da kommt noch was und das ist noch nicht fertig, dann hätte er lieber warten sollen, bis er ein 1-Stunden-Video fertig hat. Ja, nö, hat mir nicht gefallen. Also hat mir echt nicht gefallen. Dann soll er halt warten, bis er eine Stunde fertig hat, aber dann auch wirklich das komplette Ding hochladen, wo halt auch irgendwie mehr Aussagekraft dabei ist. Ich weiß nicht, da waren zwei, drei Frauen dabei. Die eine, die angeblich mit selber dabei war. Die andere, die Opfer irgendwie schützen will. Und die andere, die war wohl auch selber dabei. Ah ja, die war auch noch dabei. Stimmt, 4. Ich nehme alles zurück, 4 waren es. Ja, nee, aber hat mir wirklich nicht gefallen.